Im Kulturhof in Neuhofen fand eine geschichtlich besonders interessante Veranstaltung statt. Es ging um den Widerstand der Familie Zehetner während der Zeit des Nationalsozialismus. Der Sohn des Widerstandskämpfers kann sich noch erinnern und hat die Geschehnisse dokumentiert und Teile der Geschichte vorgetragen. Mein Großvater und mein Vater waren NS-verfolgt, also meine Familie in zwei Generationen durch das Naziregime verfolgt und kamen in Bedrängnis. Und mein Vater war aktiver Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, berichtete wahrheitsgetreu von der Hinrichtung wehrloser sowjetischer Kriegsgefangener, verübte Selbstverstümmelung durch Sturz von einem Wehrmachts-LKW und kam über die Lazarette Roslawl, Warschau, über Stuttgart Richtung Wien und kam in Wien dann im Geheimen in Kontakt mit dem ärztlichen und militärischen Widerstand. Es bedarf sehr viel Mut. Es ist wichtig, nicht wegzusehen. Es ist wichtig und absolut für jede Demokratie, gegen Unrecht sich aufzulehnen, auch wenn es vielleicht vordergründig Nachteile bringt. Der NS-Widerstand war leider ein Minderheitenthema. Er war nicht das Mehrheitsprogramm. Er soll aber nicht vergessen werden. Das politische Bewusstsein, dass mit der Nazi-Propaganda nichts Gutes geplant war, kam früh zum Tragen. Auch wenn man dem System nicht entrinnen konnte, so war Widerstand und Protest doch möglich, auch bei Josef Zehetner, dem ehemaligen Bürgermeister vom Haus Menning. Ja, mein Vater, er war von Anfang an ein NS-Gegner. Er war in der Zwischenkriegszeit, also er war in seinen Jugendjahren, in seiner Lehrerausbildung, Mitglied der katholischen Mittelschulverbindung, Carolina St. Pölten, Mittelschülerkartellverband. Er war in den Jahren zwischen 36 und 38 Obmann von Jung Vaterland. Er wurde daher 38, kam er sofort ins Visier der Nazis. Er hat sich dann für ein Landjahrlager nach Norddeutschland, nach Buxtehude im Kreis Stade, das heutige Bundesland Niedersachsen, gemeldet. Er wollte da einberufen entgehen, was nur kurzfristig möglich war. Er ist dann ab 1940 nach Kaplitz im heutigen Tschechien in Südböhmen einberufen worden zu einer Nachrichtenkompanie, in weiterer Folge zu einer Veterinärersatzkompanie, hat also den Russlandfeldzug vom 22. Juni 1941 bis Juni 1942 miterlebt. Und dann kam bereits Selbstverletzung, Einbindung in den ärztlichen und militärischen Widerstand im Geheimen und wie ich erzählt habe, ab September 1944 dann das österreichische Nationalkomitee des Dr. Anton Orak und in der letzten Phase Erika Enzian vom Hauptmann Estermann, Außenstelle von O5. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, sollte man nicht fallen lassen. Es wäre gut, wenn auch die Jugend darüber Bescheid wüsste, dass sich diese Geschichte nicht mehr wiederholt bei uns. Was ich darüber das einfügen darf, mein Vater hat, wie wir Kinder waren, Kleinkinder waren, nie über den Krieg gesprochen. Erst später, wie ich ausgezogen bin, hat er meinen Enkelkindern, als er gefragt wurde, vieles darüber erzählt und immer wieder. Dann waren sie die Geschichten wiederholt. Das war ihm dann ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass man darüber spricht und das nicht verschweckt. Unsere Veranstaltungen sind im Folder erinnern. Die nächste Veranstaltung ist am 1. Oktober, die lange Nacht der Museen. Hier herinnen im Kulturhof, im Museum, dann eben die Jokette Osterich am 19. Oktober mit anschließendem Pädagoginnenseminar. Wolfgang Moser und Tricky Nicky, der dürfte bekannt sein, am 28. Oktober. Dann ist noch Nacht der Lichter, Festkonzert und ein Adventmarkt folgt noch. Also es tut sich noch einiges im heurigen Jahr. Es wird noch viel los sein und wir freuen uns schon sehr darauf, dass das stattfinden darf. Mit Abenden wie diesen leistet der Kulturhof Osterichi einen wichtigen Beitrag zur Bildung und gegen das Vergessen, damit so etwas nie wieder passiert.